mich als Mario hier verdammt gut. Heißt ja auch nicht umsonst Mario Party. Die Minispiele habe ich bisher, glaube ich, alle gewonnen. Also, ja. Ist eine wahre Sternstunde für Mario. So, der setzt seine Items ein. Die soll man ordentlich einsetzen, bevor die letzte Runde kommt. Runde 6 haben wir jetzt. Na dann. Luigi, wirf nochmal eine gute Zahl. Das wünsche ich dir, das gönne ich dir doch. Ne, nein. Der ist so weit hinten, der kann auch mal aufholen. Jetzt über. Holte mich glatt. Das hier ist mein Itemladen. Möchtest du etwas kaufen? Er kauft dasselbe, was ich mal gekauft habe. Und gibt sein Geld aus. Sollte man vielleicht nicht so viel ausgeben. Ich will vielleicht mal sparen, dass ich die 30 Münzen dann parat habe. So, jetzt mal was Gutes würfeln, damit ich die alle mal überhole. Das erste am Ziel bin. Wenn ich dann 4 Sterne habe, dann. Na, da wird mir schon wieder Geld geklaut. Naja. Und 4 Sterne. Sieht dann schon besser aus. Aber Yoshi, der würfelt eine 1. Ich wollte gerade sagen, Yoshi ist gut dabei, ans Ziel zu kommen. Aber ja, jetzt wird ihm auch noch Geld geklaut. Zack. Ja, sieht nicht gut aus für Yoshi in dieser Runde. Der stellt sich ein bisschen blöder an. Armer kleiner, süßer Typ. Ich bin noch da unten. Items, da habe ich einen. Klau einen Gegner 5 bis 10 Münzen. Wer denn gerade am meisten? Ich will nicht von den Armen klauen, sondern von den Reichen. So, Luigi hat die meisten Münzen. Dann klaue ich ihm was. So, gib mal her. Du hast mir vorhin was geklaut, jetzt glaube ich es mal zurück. Dann habe ich viele Münzen. Minus 10. Okay, damit wäre ich bei 32. Ja, sieht doch gut aus. Und mit dem Mario-Würfel. Zack. Na, heute habe ich doch viel mit dem Mario-Würfel gewürfelt. Ist das gut? Ist das... Gefällt das? Okay, jetzt bin ich auf dem Glücksfeld und da auf dem Pechsfeld. Naja, komm. Da hoch. Also, Luigi, ich komme zu dir, Bruder. Ist das in Ordnung? Also, wie ich heute gewürfelt habe. 5 Münzen. Ja, Münzen kann ich gebrauchen. Super. Mit Luigi gleich auf. Ich glaube, ich würde auf na Peach. Oh, ja, nee. Ich würde auf den Yoshinski tippen, dass der sich jetzt das Münzchen, das Sternchen holt. Nee, die ist auf ein besonderes Ereignis. Ich krieg noch nicht die Sterne. Jetzt rennt gleich. Oh, 5 Sterne. 5 Münzen. Es wird günstiger. Jetzt wird gleich der Yoshi vorrennen und sich die Sterne holen. Das glaube ich. Dann bin ich der Nächste und hol dann auf. Schlauch schütteln. Das klingt verkehrt. Aufgabe gut gefüllt, Kisten ergattern. Je stärker die Vibration, desto mehr Eicheln befinden sich in einer Kiste. Das klingt sehr verkehrt. Ja, da ist recht wenig drin. Und ganz schön mehr. Oder ja, da ist viel drin. Okay. Und was soll ich machen? Hier sortieren. Nach Gutheit. Oder. Ach so, müssen wir rüberbringen hier. Ah, verstehe. Auf unsere Seite bringen. Oder sowas in der Art. Mal schauen. So, wir sind, glaube ich, da drüben, oder? Ja. Da ist viel drin. Komm, zack, darüber. Ja, das ist voll. Rein damit. Das auch rammelvoll. Ja, darüber.
Zack. So. Kann ich die anderen auch noch befüllen, die roten Felder? Oder ist das das gegnerische Team? Na. Was machen wir jetzt mit der restlichen Zeit? Ach so. Das gegnerische Team ist voll. 13. Und wir haben 17. Ja, super. Habe ich richtig gezählt. Das waren die hinteren, ja, und das sind dann die drei. Waren meine. Habe ich gut gemacht. Luigi, du warst auch nicht schlecht. Ein Brüder im Team. Geschwister müssen zusammenhalten. Ins Hart und Fort kommt. Na, da ist der zweite Platz. Das freut mich doch. Der Bruder. Ist Luigi eigentlich der kleine Bruder? Ja, Luigi ist der kleine Bruder. Der war der kleine. Mario war der große. Also nicht von der Körpergröße der größere, sondern der ältere. Sozusagen. Minus zwei Münzen. Oh Mann. Luigi ist halt vom Körper her der, vom Körperbau der größere, aber vom Alter her der jüngere. Oder irre ich mich da komplett? So, minus sechs Münzen. Und ein neues Item. Plus ein neues Item. Jaschinski, holst du auf und holst die Münzen. Die Sterne. Ich bin halt auch irgendwie durcheinander. Verzeiht es mir. Nein, er holt nicht auf. Er würfelt eine 1. Und damit habe ich aufs falsche Pferd, aufs falsche Drachen, Schildkröten, Viech gesetzt. Frage ich mich auch, was ist in der liebe Yoshi eigentlich? Nicht was ist er, also was verspeist er, sondern was ist er für ein Ding? Ja, ich habe genug Münzen, um es mir leisten zu können. So. Damit gelingt auch der nächste Zug. Ja, bin ich vielleicht der nächste? Na, nee. Peach ist ja jetzt noch dran, die holt sich das. Dann hol ich mir den nächsten. Nee, Yoshi holt sich den nächsten und nach ihm bin ich dann dran und. Mal schauen, wie es bei mir aussieht. 10 hat sie. Sie kann sich beide holen. Sie hat sich beide geholt. Kostet einer 5. So sieht's aus. Da bin ich jetzt gleich auf mit Peach. Mario mit Peach. Gleich auf. Sie hat 0 Münzen, also bin ich noch Erster. Und ja, die Münzen anscheinend hat auch ein bisschen was. Peach übernimmt Platz 2. Mal sehen, wie viel ein Stern jetzt kosten wird. Ah, die Sterne bleiben noch da. Ah, gut. Dann kann ich mir ja welche abholen. 15. Ja, reicht. Ich habe genug Münzen. Ich bin reich, kann es mir leisten. So, Peach ist zurück auf dem Feld. Verbündetenfeld. Die kriegt einen Verbündeten. Na, Wario. Naja, ich weiß nicht, ob das so ein guter Verbündeter ist für Peach. Glaub eher weniger. Und du bist jetzt mit Wario verbündet. Und ein Minispiel. Na super. Haben wir noch genug Runden, dass ich nochmal mir Münzen abhole? Münzen und diese Sterne. Dass man genug Sterne abholen kann. Senkrecht halten. Und Bonbon, das Ballons. Aufgabe. Und da schütteln. Aufgabe, alle Bonbons herausschütteln. Ah, okay. Das ist ja ein lustiges Spiel. Das ist ja originell. Ab in den Mund gleich damit, oder was? So viele Bonbons auf einmal. Na, das kann auch nichts bringen. Also noch ein paar große. Dabei. Na komm. Alle raus hier. Verstehe. Können wir starten. Ich hoffe, dass ich mal ein guter Schüttler bin. Ach, an Teetisch sitzen sie. Am Kaffeetischchen. Und dann, okay, so. Ich bin unten links. Mario. Na komm, raus mit euch. Oh, oh. Na. Ich bin nicht ganz so gut im Kurs. Na komm, raus mit euch, ihr Bonbons.
Josh ist ganz ziemlich gut. Den wollen wir jetzt rauswerfen. Na komm, einer noch. Ja, nice, ich bin Erster. Aber ist sehr gut geschüttelt. Na? Na, werdet ihr auch mal fertig. Peach, bei der sieht's gut aus. Ah, Luigi ist der Nächste. Peach war dann doch die Letzte. Sah gut aus, aber naja. Damit wir den Kurs beibehalten und Erster bleiben. In den Minispielen nicht versagen. Bisher habe ich, glaube ich, jedes Minispiel gewonnen. Wenn es einen Minispielbonus gibt, dann sahne ich den auch auf jeden Fall ab. Übrige Runden 3 und 8. Aufgepasst! Es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuellen Platzierungen. Mario ist auf Platz 1. Peach folgt auf Platz 2. Platz 3 gehört Yoshi. Und Luigi ist auf dem 4. Platz. Kurz vor dem Ende ist noch ganz gar nichts entschieden. Na doch, das ist schon ordentlich entschieden, dass ich jetzt hier gleich absahne und das Ganze gewinne. Kurz vor dem Ende ist noch gar nichts entschieden. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich hier mal Applaus bitten? Oh, ich dachte, Kamek kommt. Dann war den, wie heißt er? Er hat gesagt, Luigi wird gewinnen. Was, Luigi, der ist auf dem letzten Platz, hier immer die Underdogs unterstützen oder was? Ganz überzeugt sah er nicht aus. Naja, der Kettenhund halt. So, Leute, hierfür hält Luigi folgende Belohnung. Münzenklaufhalle. Ja, bringt jetzt nicht so viel, als dass man sagen müsste, ja, scheiße, Mann. Warum unterstützt er den oder den? Macht mir jetzt nicht so großartig Angst. Ach, jetzt kommen die Bonus wieder. Das ist, ich weiß auch nicht, was dazu sagen soll. Geschenkt. Es kommt aber noch besser. Auf blauen Feldern gibt es auch sofort 10 Münzen. Allerdings bedeutet das, landen die auf roten Feldern. Ab jetzt den Verlust von 10 Münzen. Also Vorsicht. Wow, es ist jetzt möglich, bis zu 3 Sterne auf einmal zu bekommen. Wow, da wird es sehr spannend. Das kann ja wirklich die Partie noch ändern. Und Kamek ändert das Ganze ja noch. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe, aber das lässt sich ändern. Und was zaubert er denn da? Die Pechfelder wieder hin oder was? Extra schlimme Pechfelder. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. So ein riesen Pechfeld ist sehr gefährlich. Darauf sollte man auf keinen Fall landen. Ob es dir gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an. Also gibt es alles. Luigi ist am Zug. Er würfelt mit seinem eigenen Würfel eine. Er würfelt eine 6. Und Buhu gibt auch noch eine 2 dazu. Das macht eine 8. Und er geht ordentlich vor und holt sich gleich 3, oder? Wie viel Geld hat er? Er hat genug, oder? Ach nein, er holt sich nur einen, oder? Wie viel hat er sich jetzt geholt? Na, wir werden sehen, einen Stern hat er erhalten. Ja, damit bin ich noch führend. Der Schinski ist schon mir dran, der ist schon ziemlich weit vorne. Der kann ja nur noch 2 erhalten. Nee, der kann sich 3 holen. Spannend bleibt es. Und die werden günstiger. Uh-oh. Müssen wir hoffen, dass Joschinski schlecht Würfel hat. Uh-oh. Das könnte mich jetzt aus dem Rennen hauen. Jetzt noch so kurz vorm Ende. Oh nein. Wehe. Yoshi, bisher war ich immer gut mit dir. Bisher habe ich dich immer unterstützt. Und 2. Okay, ja. Das ist gut, das ändert das. Ja. Das Geld. Das habe ich. 10 Münzen. 30 brauche ich dann. Also. Ja, mit den anderen wäre es auch irgendwie anders knapp geworden. So, jetzt mal was Besseres würfeln. So. Eine 1 darf ich jetzt nicht mehr würfeln.
Ach ja, den habe ich ja noch mit dabei. Dann hätte ich gern, dann nehme ich gleich die 6. Warum nicht? Ich würfle eine... Ja, 6. Mal nicht bescheiden hier im goldenen Palast. Und vorwärts, hol dir die Sterne ab. 55 Münzen habe ich. Ja, komm, her damit. In der Endphase des Spiels kann jetzt noch mehr Sterne ergattern. 30 Münzen für 3 Sterne. Ja, damit. Super, du hast die kurz vor Ende der Partie noch Sterne gesichert. Jetzt bin ich das Geld los, aber ich habe Sterne ohne Maßen. Zack, 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 3 Sterne. So, wie viele Runde war das jetzt? Platz 1, 5 Sterne, das muss man erstmal reinkriegen. Mal ist in Führung. Mal sehen, wie viel ein Stern kosten wird. Gibt es denn noch eine Runde jetzt? Ja, das wäre ein bisschen knifflig. Okay, 15, das ist teuer. Mal gucken, was die sich leisten können. 8. Runde, okay, das kann noch ein bisschen was. Yoshi kann sich auf jeden Fall was leisten. Aber 5 Sterne, der hat bisher 0 Sterne, der holt das nicht auf. Nee. Puh, wir müssen noch weiterhin zittern. Da kann auch was passieren. Und wir sind ja jetzt alle hinten. Dann außer Yoshi. Ja, dem sei mal seinen 3 Sterne gegönnt. Kann auf Platz 2 vorrücken. Soll er machen. Ich bin mit meinen 5 Sternen jetzt, glaube ich, ganz gut im Kurs. Und da ist der Sieg mir, glaube ich, gesichert. Ich will den Tag nicht von dem Abend loben, aber ja, sieht nicht schlecht aus. 4 Spieler, Minispiel, Kugelklauber. Klauber oder Klauber? Wahrscheinlich nicht das Tierbär. Ah, okay, und damit runter. Ah, okay. Warum auch immer als Mario den grünen Punkt. Ach, die goldenen muss ich mit einsammeln. Na komm, bring eine goldene nach Hause. Na komm, zack, da rein. Super, hab's verstanden. Das müssen wir mal gewinnen hier. Wir haben bisher alle Minispiele gewonnen. Das darf sich jetzt nicht ändern. So, die goldenen Münzen anvisieren. Na komm, nimm mit. Zack, rein damit. Zack. Die auch noch hier rüber. Die goldene Sache. Also ganz viele mitnehmen hier, ganz viele einsacken. Ja, das ist eher nicht so gut. Aber rein damit. Da liegen ganz viele. Ja, zack, goldene Münzen mitnehmen. Das sind Kugeln, keine Münzen. Rein da. Zack. Das sieht doch gut aus. Das sieht fürstlich aus. 24. Ich habe wieder gewonnen. Mario, du bist spitze. Eine wahre Super Mario Party. Zack. Es sieht fürstlich aus für mich. Das ist bisher das beste Brett hier. Übrige Runden 2. Also bisher glorreiche Leistung jetzt hier von mir. Kann man sich nicht beschweren. Zufällig. Ja, Münzen. Sei wie es sei. Ich habe eh schon gewonnen. Das freut mich ordentlich. Da habe ich jetzt hier die Hälfte der Bretter schon geschafft. Also als Erster zu bewältigen. Da muss ich nur noch die ersten 2 Bretter. Also es betrifft das Wump-Spielfeld und ich glaube das Bomben-Spielfeld. Das König-Bomb-Spielfeld. Das war noch davon betroffen, dass ich das da nicht als Erster geschafft habe. Da war ich ein bisschen schlecht am Anfang. Da muss ich eventuell noch mal rein und da ein besseres Ergebnis erzielen. So, Yoshi. Mal schauen, was der so sich holt jetzt. In der vorletzten Runde, wenn ich richtig gezählt habe, wenn ich richtig nachgeguckt habe. So, Yoshi. Maximal 3 Sterne jetzt. Also mir schaden kann der Yoshi nicht mehr. Na dann, wir nähern uns zum Spielende. Ui, wenn du dir jetzt Sterne kaufen kannst. Und so weiter. Okay, gibt's sein Geld aus.
Das macht bei ihm, wie viele Münzen, wie viele Sterne? Münzensterne. Einen, okay. So viel Geld hat er dann wohl auch nicht. Ja, Yoshi will es wissen. Der hat diese Runde hier ordentlich versaut. Der war hier ein Schwacher. Tut mir fast ein bisschen leid. Auch wenn ich es meinem Kontrahenten nicht gönnen darf, aber ja. Da sind wir alle wieder unten. Verbündetenfeld. Ich hatte diese Runde kein Verbündeten. Hätte mir noch gefehlt zum Glück, aber ja. Der Sieg, der reicht mir. Bowser Jr. aus dem Spiel. Hehe, ich meine, wirst du sehen, was für ein knallharter Typ ich bin. Du bist jetzt mit Bowser Jr. verbündet. Mario ist am Zug. So, vorletzte Runde. Wie es ausschaut. Mit dem normalen Würfel jetzt nochmal. Zack. Zum Abschied noch eine 3. Na, nicht zum Abschied. Da wird es noch eine Runde geben. Ein paar Münzen noch sammeln. Und ihr hört hier 53 Münzen und 5 Sterne. Das ist fast übermäßig. So. Was? Okay, das gibt Minuspunkte. Ja, sie hatte noch eine Minus-Sache auf dem Dings. So, eine Münzenpfanne. Die gab es bisher auch noch nicht. Die gibt es nur in diesem Kamek-Spielfeld. Also, da kannst du gleich noch was kaufen. Shopping-Trip von Peach. Kauft gleich das nächste Item. So, Münzen gegen einen Giftpilz. Na denn, sie ist glaube ich die letzte. Dann geht es jetzt in das nächste Minispiel. Ja, und in die letzte Runde. Das vorletzte Minispiel, glaube ich, oder? Dann gibt es da noch ein Finales. Ich glaube, es gibt da noch ein Finales. Ordentlich Geld schaufeln. Das klingt gut. Ach so, suchen mache ich damit, also mit dem Ventrion, so wie jetzt dann, und Graben tue ich damit. Ah, da sind Münzen. Verstehe, wie es funktioniert. Kann losgehen. Dann suchen wir mal das weite Feld ab. Ich bin nach wie vor Mario. So, unten links bin ich gerade, für die Leute, die mich aus den Augen verloren haben. Na komm, hier ist was. Oh Mann, minus 3 Münzen, das ist gar nicht gut. Und da sind neue Münzen. Nicht gegen die Kakteen rennen. Oh, nur eine Münze. Da sind noch Münzen, neue Münzen, da. Das ist spitze. Ich führe weiterhin das nächste Minispiel gewonnen. Ja, der Minispielbonus ist meiner. Es hoffentlich gibt. So, 77 Münzen. Ja, die Schnapszahl. Muss Mario einen ausgeben in der letzten Runde. Runde 10. Die letzte Runde und somit die letzte Chance noch aufzuholen. Na, nee, er kann keiner mehr aufholen. Jetzt heißt das Items einsetzen, Münzen sammeln und darauf hoffen, dass genügend Sterne als Bonus zu ergattern, um die Partie noch zu drehen. Ja, 2 Bonussterne gibt es noch, aber sehe jetzt keinen, bei dem das noch was bringen würde. Die Peach hat jetzt 2 Sterne. Ja, die wäre dann bei 4 Sternen, aber ja, weil ich mit meinen 5 Sternen ist schon hier bonzenmäßig gut. Alle Items sind leider ausverkauft in letzter Runde. Tja, da muss Wiggler leider die schlechte Nachricht verteilen. So. Yoshi ist das letzte Mal im Zug. Der würfelt mit dem normalen Würfel. Und zwar ein 5. Ja, nicht schlecht für den letzten Zug. Eine 6. Das kann sich doch sehen lassen. Also es gibt nichts zu kaufen. Und weiter geht's. Zack. Und nochmal vorankommen ein bisschen. Und ich bin das letzte Mal im Zug.
Ich nehme natürlich meinen Würfel, den Mario-Würfel. Und würfel nochmal eine 6 zum Schluss oder eine 3. Ja, das geht auch. Kann man sich mit zufrieden geben. Ja, ich weiß, es gibt nichts zu kaufen. Und auf das Feld Yoshi noch überholt. Ein paar Münzen abgesahnt. 87. Wow. Ich bin reich. Reich im goldenen Palast. Witchy, witchy, witch. 0. Oh Mann. Peach, was machst denn du hier? Ein 2 immerhin. Und ein eigenes Feld. Da wird es nochmal zum Ende überrannt. Warum nicht? Können wir nochmal überrumpelt werden? Dann wird sie hier vom Kettenhund missbraucht. Böser Humor. So, letztes Minispiel. 4 Spieler Minispiel. Aber ist doch auch so, oder? Und da wurde sie ordentlich missbraucht. Das ist doch der Kettenhund, der hat sie gerade ordentlich. Ja. Ja. Aus, Zwängi. Aus. Die anderen hier runterrennen. Ah, gedrückt halten, um Kraft zu sammeln. Ah, verstehe. Kann losgehen zum letzten Minispiel. Mein schwarzer Humor ist nicht immer der beste. Oh, die Verbündeten mit dabei. Ah, verstehe. Oh nein. Bin ich gleich rausgerannt, oder? Zack, raus mit euch. Joschinski ist noch im Spiel. Nein! Joschinski hat gewonnen. Das letzte Minispiel habe ich versaut. Oh nein. Yoshi. Der hat mir die Statistik versaut. Dann bis auf das letzte. Habe ich gewonnen. So. Dieses extravagante letzte. Und er ist hiermit abgeschlossen. Die Siegerehrung vom letzten Spielbrett. Na dann. Was für ein sternreiches Finale das doch war. Wer denn nun gewonnen hat? In klassischer Rollenbesetzung. So, dann gehen wir mal durch, wie man sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Hier, der erste Bonus, der vergeben wird. Der Item-Bonus. Keine Ahnung, an wen das geht. Ich würde mal tippen, wenn ich raten müsste. Ich glaube, Yoshi hat da ordentlich abgesandt. Ich glaube, ja. Dieser Bonus erhält der Spieler, der die meisten Items eingesetzt hat. Und das ist Yoshi. Der Bonus geht an. Oh, Luigi und Mario. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit habe ich 6 Sterne. Ordentlich. Das Spiel ist nach meinen Vorstellungen gelaufen. Und welches ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Flitzerbonus. Der Flitzerbonus. Was soll denn das sein? Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Felder gezogen ist. Und dann am meisten 6. gewürfelt hat. Der Bonus geht an mich, könnte es vielleicht gehen. Aber ja. Luigi vielleicht auch. Vielleicht wieder an uns beide. Peach hat auch ein bisschen versagt, aber. Denn der liebe Joschinski, der hat ordentlich einzeln gewürfelt. Der war ziemlich schlecht. Mal schauen, ich glaube Luigi kriegt's. Ja, hab ich richtig gesagt. Luigi. Wir hatten jetzt gewonnen. Spannend. Naja, nicht spannend, das ist voll klar. So weit, so gut. Und wir haben gewonnen. Trommelwirbel. Das sollte Trommelwirbel sein. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Jetzt geht der Sieg an. Mario! It's me, Mario! Mario number one! Ja, musste ich ihn auch nochmal bringen. Spitze. Das zweite Spielbrett von 4. Die Hälfte habe ich jetzt als Sieger abgeschlossen. 2 von 4. Das ist nicht schlecht, aber könnte besser. Müssen wir uns vielleicht nochmal dran wagen. Glückwunsch. 6 Sterne habe ich jetzt. 3 Sterne als Luigi bekommen. 2 Sterne an die liebe Peach und der Joschinski, der hölzt da fast rum und krümmt sich da auf dem 4. Platz mit einer Sternmünze, mit einem Stern.
91 Münzen. Boah, 40. 17 und 37. Ja. Wie sieht denn die Statistik hier aus? Erhaltene Sterne. Bei mir 6. 189 Münzen. Ordentlich. Ein Block. 4 Items. 0 Verbündete. Ja, da war ich der Einzige, der keinen gekriegt hat. Alles kann man ja nicht haben. 46 zugelegte Felder. Ja, Luigi, den Bonus. 7 Glücksfelder, ein. Ich war der Einzige mit einem Pechfeld. Nein, nicht mit einem Pechfeld, mit einem roten Feld. Die Pechfelder kommen hier. Da hat keiner was gemacht. Im Würzesfeld habe ich eins ausgelöst. Das erste in diesem Let's Play. Ja, verbundenen Felder. So, und die Kurven hier. Die Grafik. Ich mit der grünen Linie. Spitzenmäßig. Hier, Njoschenskis Linie, die blaue. Sieht nicht so hübsch aus. Das Endergebnis, das sieht für mich sehr, sehr hübsch aus. Das ist zufriedenstellend. Kann man sich ansehen. 900 Spielmünzen, Spielpunkte. Oh, ein Juwel. Ein rotes Juwel. Du hast alle Spielbretter von Mario Party abgeschlossen. Schniff, ich muss fast weinen vor Rührung. Durchhaltevermögen, trotz größter Hindernisse, das ist der Beweis von wahrer Beharrlichkeit. Zum Lohn verleihe ich dir das Beharrlichkeitsjuwel. Es leuchtet, als wenn Flammen darin lodern. Aha. Juwel erhalten. Spitze. Sieht aus, als bräuchten wir noch 4. Du brauchst noch 4 Juwelen, bis du sie anhast. Leg dich ins Zeug, um ein Superstar zu werden. Glückwunsch. Das kriegen wir wahrscheinlich bei den anderen Modusen. Moden oder wie die Mehrzahl von Modus ist. Denke ich mal, würde ich vermuten. Und wenn wir alle Modus zu Ende gespielt haben und alle 5 Juwelen haben, gibt es vielleicht noch ein kleines Bonus-Spielbrett, wie es ausschaut. Ich nicht spoilern lassen. Ich sehe es halt einfach rechts oben dort, dass es da noch was zu geben scheint. Und es ist sogar in Form eines Juwels. Das ist ganz naheliegend. Bravo, das war fantastisch. Kamex, vertragter Turm, geschafft. Bravo. In Gold, du hast das Beharrlichkeitsjuwel erhalten. Wow. Ist das ein Extra-Level oder ist das einfach nur das Abzeichen? Scheint nur das Abzeichen zu sein. Gehen wir nochmal rein. Ja, das ist dann nur das Zeichen, das ist kein Extra-Spielbrett. Aber wir können Superstar werden, wenn wir andere Modis ausprobieren. Modis ist, glaube ich, die Mehrzahl. Ja, dann gucken wir mal im nächsten Part, was wir so für Modis noch finden und austesten können. Dann würde ich sagen, bis dahin, ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Super Mario Party Let's Play Parts Dingens mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Oder generell kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Ja, aktiviert das Glöckchen. Wie schon vorhin gesagt, oder im letzten Part gesagt, je nachdem, wie ich das jetzt geschnitten habe. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag, Mittag oder Abend. Haut rein, man sieht sich mit einem neuen Team im nächsten Part. Man sieht sich. Ciao, ciao.